Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Football Bromance Jubiläumsbox. Alle weiteren Informationen zu dieser Box und dem Boxinhalt sowie natürlich auch die Links zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Football Bromance Jubiläumsbox, das Ganze am 13. November erschienen. Jawohl, wir haben hier ein recht ungewöhnliches Unboxing und zwar ein Unboxing zu einem Podcast. Ja, Football Bromance, so nennt sich dieser Podcast, der von diesen beiden Herren hier gemacht wird. Und zwar Patrick Esume und Björn Werner. Und anlässlich der 100. Podcast-Folge gibt es hier diese Jubiläumsbox, um das entsprechend zu feiern. Ja, die Box kommt hier im Querformat. Hier oben haben wir die beiden Herrschaften abgebildet. Dann lesen wir Football Bromance Jubiläumsbox. Ansonsten hier alles in so einer schwarz-grünen Optik gestaltet. Bromantica, Black Hammer, Bromantica und nochmal DCB. Also links und rechts sind die beiden Spitznamen der beiden. Auf der Unterseite sieht das Ganze so aus. Football Bromance Jubiläumsbox. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Der Boxdeckel ist abnehmbar, von innen weiß. Und dann kommen wir zum Inhalt. Als erstes haben wir hier einmal die Jubiläumsfolge auf CD, die kommt hier in einem Jewel Case. Dann haben wir hier einen wichtigen Hinweis bezüglich des Shirts. Größentausch, okay. Gut, ich habe vermutlich nicht vor, das auszutauschen. Dann haben wir das Shirt, das sieht so aus. Als nächstes ein Buch, genau, ein dickes Buch. Drei Sticker sind mit dabei. Einmal, zweimal, dreimal. Und dann haben wir auch noch ein Poster mit dabei. Gut, die Box ist jetzt leer. Packen wir wieder den Deckel drauf und machen die dabei mal zur Seite. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Diverse Sachen sind hier ja noch in Folie. Nämlich die beiden hier, Shirt und CD. So, einmal das Shirt. Und als nächstes die CD. Das ist diese hier. Dann werden wir auch mal aus der Folie befreien. Und dann kann es auch schon direkt losgehen. So, Football Bromance Jubiläumsbox, das ist das Cover. Links haben wir Björn, rechts Patrick. Das Ganze im regulären Jewel Case. Auf der Seite in schwarz-grün. Und auf der Rückseite natürlich auch wieder Football Bromance Jubiläumsbox, Jubiläumsfolge in diesem Fall. Barcode oder sonstiges ist hier nicht drauf, denn das Ganze gab es wirklich nur exklusiv in dieser Box. Und die gab es nur über ihren Shop. So, wir haben hier einmal ein Booklet. Das ist recht dünn. Ja, hier haben wir ein Foto von den beiden mit einem Football und ansonsten nochmal ein Foto, wo sie am Mikrofon stehen. Mehr gibt es hier nicht zu sehen, also keine Texte oder irgendwelche weiteren Infos hier im Booklet. Die CD lesen wir auch wieder, Football Bromance Jubiläumsfolge. Also die 100. Folge wurde hier auf CD gepresst. Gut. Dann haben wir mit dabei ein Poster und zwar sieht das so aus. Wir haben hier das Poster im Querformat. Genau. Hier haben wir nochmal die beiden Herrschaften, links den Coach, rechts Patrick, rechts Björn, links Patrick, rechts Björn. So sieht das aus und es haben auch beide unterschrieben. Also hier mit schwarzem Stift haben beide das Poster signiert und auf der Rückseite ist das Ganze weiß. Also einseitig bedrucktes Poster hier im Querformat. Als nächstes haben wir Sticker mit dabei, drei Stück an der Zahl. Einmal diesen hier, Football Bromance im Querformat. Dann einmal hier mit diversen Sprüchen und Insidern aus dem Podcast.
Und das Ganze ist dann hier wie so ein Footballhelm angeordnet worden. Und als dritten Sticker haben wir dann noch diesen hier. Bromantica. Jawohl. Also drei Sticker mit dabei. So, dann haben wir ein Fotobuch. Das kommt hier im Hardcover. Auf dem Cover so ein Split. Links das Gesicht von Patrick, rechts. Schon wieder falsch. Links das Gesicht von Björn, rechts das Gesicht von Patrick. So, und was haben wir hier? Eine Bromance in Bildern. Dann schauen wir mal rein. So, hier geht's los. In Erinnerung an Sebastian. Never forgotten. Okay, also scheinbar, wenn ich das jetzt richtig deute, dürfte dieser Junge hier ein Fan gewesen sein. Und scheinbar dürfte der gestorben sein. Und hier wird nochmal an ihn gedacht. Hier wird ihm diese Seite gewidmet. Schöne Aktion. So, hier geht's dann los mit den Steckbriefen. Auf der linken Seite haben wir den Coach mit den Infos zu ihm, zu seiner Person und seinem Werdegang. Also was befähigt diesen Mann eigentlich, einen Football-Podcast zu machen, und wie kann der so etwas hier, ja, von sich behaupten oder für sich beanspruchen? Das wird alles hier geklärt. Und natürlich das gleiche auch mit Björn. Also beide haben hier eine Seite, wo man so ein bisschen die Hintergründe und die bisherigen Karrieren nachvollziehen kann. So, als nächstes haben wir Fotos. Das Ganze ist auch hier durchnummeriert, jede Seite einzeln. Und ich glaube, das ganze Buch sind jetzt tatsächlich nur noch Fotos. Also hier gibt es dann keine Texte mehr. Es ist wirklich alles dann hier mit Fotos gestaltet. Wir können das mal kurz im Schnelldurchlauf durchblättern. Ja, also wir sehen schon, die beiden haben da auf jeden Fall sehr viel Zeit miteinander verbracht. Natürlich mit dem Podcast, aber auch hier so vor der Kamera. Dann gibt es hier auch eine Collage. Das dürften Fanfotos sein. Genau, dazu kommen wir dann gleich noch. Ja, also ihr seht selbst, Fotos über Fotos. Hier ist dann auch nochmal eine Seite mit Text. Und zwar lesen wir hier: ohne Bromantica keine Bromance. Okay, ja, also da haben scheinbar Leute geschickt, also die Fotos eingeschickt, und die wurden dann hier in dieser Collage verarbeitet. Genau. Ja, da kommt auf jeden Fall einiges zusammen. Viele Leute haben hier Fotos eingeschickt. Und zum Abschluss haben wir dann noch eine Seite, genau hier, wo es noch einfach mal darum geht, wie es überhaupt zu diesem Namen kam und was ihnen das bedeutet. Ja, schönes Fotobuch. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt mit dabei. Das kommt hier in Schwarz. So sieht das aus. Es ist, glaube ich, 1:1 das Motiv, das wir auch schon auf dem Sticker hatten. Moment, wo ist der? Hier. Jawohl, also es ist diese Ansammlung von Worten, Insidern etc., die man hier zu diesem Football-Helm zusammengefügt hat. Das Ganze ist hier mit einem silbernen, glänzenden Aufdruck. Also der reflektiert recht stark. Und ansonsten hier in Schwarz. Schauen wir mal kurz auf die Rückseite. Nein, hier gibt es sonst nichts weiter zu sehen. Alles in Schwarz und auch die Ärmel sind unbedruckt. Jawohl. Gut, bei diesem Shirt haben wir es zu tun mit einem Coach Esume, also der hat ja auch seine eigene Linie, der Coach. Das Ganze in Größe M, die Größe konnte man sich frei auswählen, ich habe mich für M entschieden. Hier lesen wir auch noch, dass europäisches M in den USA S ist. Ja, Unisex das Ganze. In den USA haben die Leute generell ein bisschen mehr auf den Rippen, deswegen dieser Größenunterschied. Und wir lesen hier, wir haben es zu tun mit einem Organic Cotton Fair Wear Foundation. Und das Ganze ist 100% Baumwolle. Und wo lesen wir es? Hier. Proudly made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze noch einmal kurz getragen an, wie dieses Shirt aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das schwarze Shirt mit diesem riesigen silbergrauen Footballhelm mitten auf der Brust, der sich hier aus diesen ganzen Worten zusammensetzt. Ansonsten das Shirt, wie gesagt, komplett
in Schwarz gehalten. Und zum Abschluss fasse ich noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt. Wie gesagt, Größe des Shirts war frei wählbar. Dann haben wir drei Sticker, zweimal im Querformat und einmal quadratisch. Das Poster, einseitig bedruckt im Querformat mit den beiden Unterschriften. Das Hardcover-Buch, das Fotobuch zu Football Bromance. Und natürlich die Jubiläumsfolge, die 100. Folge des Podcasts hier im Jewelcase auf CD. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, Football Bromance Jubiläumsbox von Patrick Esume und Björn Werner. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Box bzw. dem Podcast? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr das Ganze feiert, falls ihr Football Bromance unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.